Servus Leute, was geht? Mein Name ist Tobi, herzlich willkommen zum dritten Part von Minecraft The Island. Im letzten Part haben wir ja schon angefangen, unser Haus so ein bisschen zu bauen. Hat nicht so ganz funktioniert, weil wir nicht wirklich vorangekommen sind. Deswegen, Freunde, möchte ich in diesem Video gar nicht so lange mit Blabbern hier den Anfang verschwenden, sondern wir fassen jetzt mal direkt gleich mal runter in die Mine. Spitzhacke haben wir haben auch ein bisschen was zu essen. Muss gucken, dass wir hier halt nicht gleich irgendwie sterben, weil sonst, wie gesagt, das Projekt ist dann vorbei. Wer die letzten zwei Parts nicht gesehen habt, ich werde die euch nochmal am Ende vom Video in den Infocards bzw. in der Endcard verlinken. Da einfach mal vorbeischauen und dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. So, wir farmen jetzt hier erstmal ein wenig Stein, dass wir hier unser Haus weiterbauen können. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch Holz, um das Dach dann zu vervollständigen. Und ansonsten habe ich im letzten Video ja schon angesprochen, was ich mit dem Eisen machen sollte. Ja? In den Kommentaren stand dann, sollte mir einen Eimer oder eine Schere machen. Aber wenn ich mich zwischen beiden Sachen entscheiden müsste, Freunde, würde ich wahrscheinlich eher darauf tendieren, den Eimer zu craften. Weil mit einem Eimer kann ich dann halt auch gerade hier Lava aus dem Fluss rausholen oder halt eine unendliche Wasserquelle mir erstmal bauen. Wobei eine unendliche Wasserquelle auf einer Insel, auf dem Meer eigentlich auch so ziemlich unnötig ist, weil braucht man ja nicht, weil man ist ja eh schon direkt am Meer. So, jetzt habe ich hier direkt schon wieder ein bisschen Kohle eingesackt. Wie viel Stein haben wir? Wir haben 19 Stein. Das passt erstmal. Und wir werden auf jeden Fall im vierten Part, habe ich mir vorgenommen, werden wir mal schauen, was so um unsere Insel rum sich verbirgt. Das heißt, wir werden uns ein Boot machen und werden schauen, was sich denn so verbirgt noch hinter unserer Insel. Oder ob wir vielleicht irgendwie irgendeinen Schatz unter Wasser finden oder irgendwas anderes. Je nachdem, was sich da halt so ergibt, werden wir dann halt mitnehmen, was wir bekommen. So, ich nehme jetzt hier auf jeden Fall erstmal auch die Kohle mit. Ich mache mir jetzt hier erstmal so einen kleinen Minenschacht. 3x3 Blöcke, den werde ich dann auch wahrscheinlich nach unten bauen. Ich hoffe nur, dass ich da jetzt nicht irgendwie überrascht werde mit irgendwelchen Minenschächten oder so. Das wäre auf jeden Fall nicht so gut, weil da natürlich auch Gefahren lauern ohne Ende. Und vor Gefahren möchte ich mich jetzt am Anfang von dem Projekt erstmal fernhalten. So, hier habe ich mich auch schon runtergebaut. Genau, das war jetzt hier der Weg. Das war jetzt hier eigentlich total, ja, Brain AFK von mir. Aber ich brauche ja bloß den Stein, von dem her ist ja egal. Ja, ich brauche nur den Stein. Mehr brauche ich jetzt hier erstmal nicht. Eisen würde ich sowieso erst recht mitnehmen. Können wir den Schacht hier eigentlich ein bisschen größer bauen. Dann kommen wir auch mit. So, wir nehmen hier erstmal alles mit. So, wir können auch ein Stück runter gehen. Vielleicht haben wir ja dann höhere Chancen, irgendwas zu droppen. So, bevor ihr jetzt hier wieder in der Insel bzw. in der Mine nichts sehen könnt, baue ich mir hier direkt schon wieder ein paar Fackeln. Dann kriegt ihr auch schon mit, was hier passiert. Hat ja irgendwie im letzten Video nicht so gut funktioniert. Deswegen versuche ich das jetzt hier erstmal besser zu machen. Und ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken an den ganzen Support, der jetzt hier rausgekommen ist. So 6 Likes auf das letzte Video ist auf jeden Fall fett. Oder mittlerweile 7 oder 8, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall bedanke ich mich auch nochmal an der Stelle für die 10 Abonnenten. Sind wir schon im zweistelligen Bereich. Ist ganz nice. So, jetzt ist unsere Spitzhacke kaputt gegangen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall fast 2 Stacks an Stein. Das dürfte jetzt erstmal auch reichen für den Anfang. Und genug Kohle haben wir ja dann auch, um unseren Ofen weiter zu befeuern. Wir haben wahrscheinlich nur noch ein kleines Problem, was Essen angeht. Hier habe ich mir ja auch schon im letzten Part dann hier so ein Geländer hingebaut, damit ich nicht in die Lava reinfall. Wäre natürlich ziemlich doof, weil dann ist das Projekt zu Ende und keiner mehr hat Spaß hier auf der Insel. So, wir machen jetzt hier auf jeden Fall weiter mit unserem Haus. Da hält uns jetzt auf jeden Fall nichts davon ab. Außer ein Creeper, der alles kaputt macht. Aber dürfte nicht passieren. Ich packe mir das jetzt auf jeden Fall mal hier rein. Und leuchte dann hier jetzt auch erstmal alles aus. So, was können wir in der Zwischenzeit machen? In der Zwischenzeit hätte ich gesagt, bauen wir hier mal die ganzen Birkenbäume ab. Weil wer das letzte Video gesehen hat, Freunde, ich hasse Birkenbäume, die kommen jetzt hier alle weg. Die machen wir alle weg, die reißen wir radikal ab. Da kann ich nichts. So, da unten haben wir noch einen. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich mir aus dem Holz auch irgendwie Sticks machen. Oder irgendwie Holz-Equipment. Ich habe keine Ahnung, was ich mir daraus mache. Aber höchstwahrscheinlich werde ich es als Boden verwenden in unserer neuen Behausung. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo? Genau, hier haben wir noch ein paar Birkenbäume. Hier haben wir auch schon das erste Skelett. Ist tot, wunderbar. Da unten haben wir ein Schwein, das lasse ich am Leben. Da habe ich ja
in der letzten Folge ein bisschen Hass auf die Schweine geschoben. Die wollte ich ja alle kalt machen, aber hab's dann letztendlich doch gelassen, weil da war einer tierlieb in den Kommentaren, da habe ich das gelassen. So, da haben wir unten noch einen. Und dann dürfte das, glaube ich, eigentlich auch schon der letzte Birkenbaum gewesen sein. Hoffe ich doch zumindest. Weil dann bauen wir bloß noch Eisenholz an. Das gefällt mir einfach von der Textur und einfach auch von der Farbe besser. Von dem her benutzen wir das. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Hase, den werde ich mal kurz schlachten. Und das Huhn da vorne auch. Damit wir hier mal ein bisschen Essen bekommen. Zack. Wunderbar. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde die Insel auch fürs Erste nicht ausleuchten, außer das, was man ausleuchten sollte. Damit man es halt wiederfindet. Gerade unseren Minenschacht wäre ganz cool. Klatschen wir hier mal zwei Fackeln hin. So, dann passt es auch. Jetzt mal gucken, wie viel Stein gebraten ist. Dann können wir da direkt mal weitermachen. Ich nehme aber auch noch ein bisschen Eichenholz mit. Weil wir brauchen ja immer noch ein bisschen was für die Foundation. Dass wir da auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Ich hoffe, da spawnen jetzt noch ein paar Äpfel. Ich habe ja noch ein paar Steaks über gehabt von den Kühen, die wir im letzten Part getötet haben. So. Bauen wir jetzt hier nochmal ganz flockig drei Bäume ab, dann passt es. Und ich gucke, dass wir dann auch die ganzen Saplings mal beiseite packen. Dass wir uns irgendwie eine Region machen, wo wir dann halt speziell Holz herbekommen oder wo wir speziell halt Stein herbekommen, wie jetzt aus der Mine raus. Dass die ganze Insel halt nicht total zugewuchert ist von Bäumen, ist natürlich auch von kleinen Vorteil, damit uns, ja, irgendwelche Banditen oder so hier die Insel nicht finden können. Okay, 14 Stein haben wir jetzt hier erstmal. Dann machen wir jetzt hier mal die Bricks wieder draus. Da haben wir 12 Stück davon. Und dann können wir hier auch schon weitermachen. Jetzt habe ich hier wieder reingefailt. Oh, jetzt haben wir wieder keine Spitzhacke. Da müssen wir jetzt mal eine Spitzhacke machen. Wo habe ich denn mal Crafting Table? Habe ich den unten in der Mine stehen lassen im letzten Part? Ich weiß gerade gar nicht. So, dann stellen wir uns einfach hier wieder ins Eck. Was heißt wieder? Ich meine, der stand da ja noch nie. Ich meine, da stand ja davor hier irgendwie so ein Granitblock oder was auch immer das war. Auf jeden Fall sah es halt extrem komisch aus. Bauen uns jetzt hier mal so eine kleine Küche rein. Haben wir wieder so ein viereckiges Haus. Das will ich eigentlich vermeiden. Aber Freunde, wir können eigentlich auch ein Fachwerkhaus bauen. Das bedeutet, was vom unteren Stock dann nach oben größer wird. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich denke, uns wird da schon was einfallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr da noch irgendwie Ideen habt. Bin ich auch gerne offen dafür. Wisst ihr ja, kennt mich ja jetzt mittlerweile schon. So. Klatschen wir jetzt hier einfach drauf. So. Wunderbar. Bauen wir das hier zu. Den Rest müssen wir dann halt hier jetzt gleich noch mit Dirt auffüllen, aber da haben wir ja noch ein bisschen was da. So, jetzt kriege ich hier auf jeden Fall schon wieder Schaden. Da werde ich jetzt hier auf jeden Fall mal kurz die zwei letzten Steaks essen, die ich hier habe. Und die anderen zwei Sachen werde ich dann gleich braten. So, dann wäre das eine hier schon mal erledigt. Dann farmen wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiter Holz. Dass wir hier auch mit dem Hausbau mal ein bisschen weiter vorankommen. Ich muss euch auch mal ganz kurz so sagen, dass ich auch offscreen an der Insel weiterzocken werde, weil ihr seht das natürlich schon. Wir wollten im zweiten Part das Haus bauen, wir wollen im dritten Part das Haus fertig bauen. Und ja, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das unbedingt mit Cuts machen will. Ich arbeite relativ wenig mit Cuts, weil ein Let's Play ist natürlich eigentlich immer ungeschnitten. Und deswegen möchte ich da so wenig Cuts wie möglich reinhauen. Aber es lässt sich natürlich bei manchen Situationen einfach nicht vermeiden. Deswegen mache ich das einfach so. Okay, wir haben wieder volles Leben. Das mit dem einen Herz von letztem Mal hat sich dann erledigt. So, perfekt. Der Boden wäre jetzt auch erstmal fertig. Wunderbar. Da könnten wir uns als nächstes mal um ein bisschen Sand kümmern. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich den Haas noch kurz wegsnacken. Ja, Birkenholz. Da kann es liegen bleiben. Nehme ich nicht mit. Sammle ich nicht auf. Das ist mir zu doof. Hier, Erde haben wir genug. Dann können wir das hier mal auffüllen. Was man noch auffüllen muss. Sollte. So, dass die Foundation nicht ganz dumm ausschaut. Und hier werde ich mir jetzt wahrscheinlich einen Zweierweg buddeln. So, den machen wir bis hierher. Die Blumen können wir hier erstmal abbauen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, und dann klatschen wir hier alles voll mit Cobblestone. So, dann machen wir uns hier auch gleich mal noch ein paar Treppen. Da werden wir eh mehr davon brauchen. Safe, deswegen, ja komm.
Egal. Wir werden wahrscheinlich eh noch Cobblestone farmen. Oder ich werde wahrscheinlich eh noch Cobblestone farmen. Deswegen egal. Machen wir hier erstmal alles aus Treppen. Wird schon passen, obwohl wir bloß zwei brauchen. Ja, mal wieder nicht so gut überlegt. Aber man kennt das Ganze ja. So, jetzt baue ich erstmal die Kiste ab. Und dann platziere ich die Kiste im Haus. Und dann hat alles seine Ordnung erstmal. Und dann machen wir uns auch direkt nochmal eine Tür. Nicht aus Birkenholz, weil, wie jeder weiß, Birkenholz ist potthässlich. Das benutzen wir nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch an mit den Anspielungen merken muss, dass das Birkenholz hässlich ist. Aber ich kann es einfach nicht lassen. Das werdet ihr wahrscheinlich noch nach einem Jahr hören, dass Birkenholz einfach komplett hässlich ist. Ich habe hier ein Buch und es ist signiert. Ich habe hier ein signiertes Buch. Warum ist hier ein signiertes Buch? Das ist jetzt mal die Frage. Jetzt werden wir mal einen Blick reinwerfen. Es ist leer. Wir haben ein signiertes Buch und es ist leer. Also ich war mir ja eigentlich schon relativ sicher, dass ich hier alleine auf der Insel bin. Jetzt frage ich mich natürlich, warum habe ich ein signiertes Buch in meinem Inventar? Oh Mann. Oh Mann. Wurde ich jetzt hier schon beklaut? Wurde ich jetzt hier in der letzten Folge etwa schon beklaut, meine Damen und Herren? Wurde ich jetzt hier schon beklaut? Das würde natürlich auch erklären, warum mein Eisen weg ist. Das war mir natürlich schon klar. Dass hier ein paar Banditen unterwegs sind. Jetzt habe ich hier kein Eis mehr. Aber jetzt wissen wir natürlich auch, Freunde, dass wir ein bisschen vorsichtiger sein müssen, was das Ganze hier angeht. Die ganze Spielereien hier auf der Insel. Dass wir hier nicht einfach rumrennen können und machen, was wir möchten, ja. Jetzt müssen wir hier uns auch noch ein bisschen, was halten. Jetzt nehme ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen Sand mit, damit wir uns Glas machen können. Damit auf jeden Fall schon keiner in unser Haus rein kann. Dann fühle ich mich wenigstens schon etwas sicherer. Gut, nachdem ich jetzt hier das Buch in meinem Inventar gefunden habe, fühle ich mich überhaupt nicht sicher. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Nope. Einfach nein. Ich hab's gesehen und gekonnt ignoriert, ja. So, da packen wir jetzt erstmal den Sand rein. Und dann packen wir da jetzt noch Glas rein. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part auch schon für heute. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall supporten an der Stelle. Und an die Leute, die es noch nicht gewusst haben, es gibt auf jeden Fall einen Part 4. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Channel. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüssi.